Hi und willkommen zu diesem kleinen Video. In diesem wollen wir uns mal kurz einmal ansehen, wie du die Nintendo Switch laden kannst, welche Powerbanks du verwenden kannst und so weiter. Ich habe hier sowohl die ganz alte Nintendo Switch, also das ist die erste Generation, nenne ich es mal, wie auch die neue Nintendo Switch OLED. Und beginnen wir mit den Basics. Du kannst die Nintendo Switch an so ziemlich allen USB-Ladegeräten laden, die mindestens 5 Volt 1,5 Ampere haben. Also ich habe jetzt hier normalen USB-A auf USB-C-Kabel. Gehen wir an die Nintendo Switch. Die mal beiseite. Und die Switch lädt. Ich hoffe, das kann man erkennen. Sie lädt jetzt mit circa 7 Watt. Das ist normal für die Switch. Auch diese hier, auch die neue OLED, lädt an einem normalen USB-Ladegerät, einem normalen USB-Port mit circa 7 Watt. Das ist nicht schnell. Wenn du jetzt ein intensives Spiel spielst, wie Zelda, dann wird die Switch sich vermutlich je nach Displayhelligkeit dabei noch entladen, aber halt wesentlich langsamer. Willst du es etwas schneller haben, beziehungsweise halt in dem Tempo wie mit dem Originalladegerät, dann benötigst du eine Powerbank oder ein Ladegerät mit einem USB-C Power Delivery Port. Ich habe jetzt hier auch mal ein ganz normales Kabel, du brauchst keine Spezialkabel, brauchst gar nichts. Schließen wir hier einfach mal an. Hier. Machen wir Display wieder an, weil mit Display an lädt die Switch tatsächlich etwas schneller, beziehungsweise dadurch, dass sie halt mehr Strom frisst, sieht es so aus, als würde sie schneller laden. Hier kann man sehen, jetzt circa 16 Watt. Wenn wir in ein Spiel gehen, sollte das auch nochmal etwas hochgehen. Ja, kann man sehen, ich hoffe ja. In einem Spiel lädt die Switch in der Regel so mit die alte Switch mit circa 17, 18. Ich habe auch schon 19 Watt gesehen. Dieser USB-C-Port hat jetzt 100 Watt, das ist völlig Overkill für die Switch, schadet ihr nicht, ist nicht schlimm. Aber in der Regel brauchst du, beziehungsweise für das volle Ladetempo, solltest du einen USB-C-Port haben mit 30 Watt. 18 Watt, ich habe jetzt hier an der Seite, das hier ist ein 18 Watt-Port. Die meisten 18 Volt USB-C-Ladegeräte haben keine 15 Volt-Stufe. Kann man sehen, dann lädt die Switch nur mit 12 Volt. Kann man sehen, ich hoffe, man kann es sehen, mit 12 Volt. Und das ist etwas langsamer. Man sieht jetzt hier 13, spielt keine große Rolle. Wenn du eine 18 Watt Powerbank oder 18 Watt Ladegerät hast, kannst die Switch völlig frei dran laden. Die lädt auch schnell. Das ist immer noch schneller, als die Switch Strom verbrauchen würde. Die wird also langsam weiterhin selbst während des Spielens aufgeladen. Diese Switch habe ich jetzt seit Release und ich habe auch einiges auf dem Ding gespielt. Und ich habe die, glaube ich, außer am Dock niemals am Originalladegerät geladen. Und ich hatte keine Probleme und du siehst, ich habe hier tonnenweise irgendwelche exotischen Ladegeräte. Hat nie Probleme gemacht, lief immer super. Switch ist auch nicht kaputt gegangen. Es gab ja diese Drittanbieter-Docks, wo es dann Probleme gab, dass tatsächlich die Switch kaputt gehen konnte. Aber das ist, glaube ich, bei Ladegeräten überhaupt kein Problem. Kannst du nehmen, was du hast. Kannst, wenn du ein Apple-Ladegerät hast, hier das 20 Watt Apple-Ladegerät, kein Problem, kannst Switch dran laden. Die Switch lädt auch ausreichend schnell. Im Optimalfall willst du aber halt ein Modell haben mit 30 Watt oder mehr. Das Dock in der Regel benötigt, du kannst auch hier solche Ladegeräte für ein Dock verwenden, aber beim Dock benötigst du 45 Watt, damit das funktioniert. Können Sie das Ganze jetzt auch mal bei der neuen Switch ansehen. Genau das gleiche. Ebenfalls. Die neue Switch lädt sogar an den 18 Watt Ladegeräten tendenziell etwas schneller, aber an den leistungsstärkeren etwas schwächer, also etwas langsamer. Ich vermute, weil die Switch hat ja in der neueren Version den etwas sparsameren Prozessor. Ich vermute, da braucht die einfach etwas weniger Strom. Wir können jetzt hier nochmal an solch eine gehen, einfach um zu zeigen, dass es wirklich an allen funktioniert. Auch hier die Switch lädt. Keine Probleme. Könntest du jetzt auch parallel nutzen, ist das gleiche Ladetempo wie mit dem Originalladegerät. Um das Ganze auch einmal zu beweisen, habe ich mir hier das Originalladegerät geholt und wir sehen, auch hier lädt die Switch mit circa 16 Watt. Also von daher zusammengefasst, Switch lädt an allen USB-C, an allen USB-A-Ports, solange sie mehr als 1,5 Ampere haben, dann aber langsam mit meist 7 bis maximal 9 Watt. Ansonsten lädt die Switch halt schnell an allen USB-C Power Delivery Ladegeräten mit mindestens 18 Watt. Im Optimalfall willst du aber um die 30 Watt haben.